Die Handlungsantizipation, also Spielentwicklung bzw. Aktionen des Gegen- und oder Mitspielers vorauszuahnen, ist abhängig von der Wahrnehmungsschnelligkeit. Hier liefern das Hören und Sehen die Grundlage. Die Voraussetzung zum Schlussfolgern der Handlungsantizipation ist das Erkennen von Mimik und Gestik der Mit- und Gegenspieler sowie die Bewegungsbeobachtung und Beurteilung des Fußballs. Da im Fußball visuelle Anforderungen den akustischen Anforderungen deutlich überwiegen, ist eine optimale Sehschärfe unabdingbar, um Handlungen im Fußball schnell antizipieren zu können. Und gerade die Handlungsantizipation ist oftmals ausschlaggebend für spielentscheidende Situationen beim Fußball. Als Beispiele aus der Praxis sind hier unter anderem die Vermeidung von Fehlpässen bei Ballbesitz zu nennen, sowie das richtige Stellungsspiel eines Verteidigers bei gegnerischem Ballbesitz.